Markus Hirtler. Der gebürtige Knittelfelder, besser bekannt unter dem Namen die Ermi-Oma, gastiert heute in Spielberg und wird natürlich wieder das Publikum zum Lachen, zum Weinen und zum Nachdenken bringen. Wir sind gespannt und freuen uns auf eine tolle Show. Ich spazier mich jetzt mit am Längen. Geh, bitte. Bringst mich dann aus, ey. Geh, bitte. Schau nach der Not, hä? Komm, komm, Brille, geh mal. Schein hab's jetzt da. Schein. Schein ein, gell? Ja. Wird sich schon noch gewinnen dran. Im Altenheim ist auch nicht mehr Platz. Jetzt ist er, wie wenn da jetzt. Hilfst du mir? Ja, sicher. Mein, du weißt, der kann auch der Schwiegersohn heißt. Mein, so, hey, bau jetzt. Ja, jetzt da. Ja, ho. Ja, was, mit dem vierten Tag und nicht immer da auf. Du musst auch vorausgehen und musst mir aufzahlen. Nein, nein, bleib da, hilf doch mit den Steinen da. Ich, mein, schau. Nein, 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 mein Schmuckkassetten gibt's mir nicht. Ja, da geht es dann, du fängst da mit den Schmuckkassetten an. Ja, mein, du bist bald. Kannst du? Woher kannst du denn? Sind sie verwandt? Wieso kannst du denn dann? Was? Arbeitskollegen, aber. Arbeitskollegen? Bist du Arbeit, ne? Ja. Da schaut so erholt aus, heißt du. Ich habe nie vorgehabt, Kabarett zu machen und die Ermi-Oma war nicht in meinem Plan. Ich habe zum Schreiben angefangen, eigentlich in der Krankenpflegeschule. Ich habe Geschichten geschrieben, die mich bewegt, berührt und belastet haben. Also Situationen, die ich erlebt habe im Krankenhausalltag am Bett. Und ich habe dann gemerkt, ich brauche für mich so ein Ventil für meine private Seelenhygiene. Und da hat das Schreiben einfach ein ganz tolles Werkzeug für mich. Und ich habe dann Geschichten aufgeschrieben, Situationen, die ich erlebt habe und habe es in der Schreibtischlaut verschwinden lassen und habe mir überhaupt nicht gedacht, dass ich das verwerten werde. Ich bin dann im Fasching 2001, glaube ich, gebeten worden, die Großmutter vom Rotkäppchen zu spielen. Und ich habe gesagt, okay, Spaßbremsen bin ich keine, es ist kein Problem. Das Thema war Märchen und wir haben uns als Märchenfiguren verkleidet. Und für mich ist die Großmutter vom Rotkäppchen überblieben und ich habe mich dann so verkleidet, wie ich heute als Ermi-Oma auf der Bühne stehe. Und ich habe dort wirklich im Moment gespürt, das ist genau die Rolle, mit der kann ich das auf die Bühne bringen, was mich seit 20 Jahren beschäftigt, berührt, belastet und bewegt. Und so ist die Ermi-Oma geboren. Ich habe dort ganz spontan gesagt, ich werde Kabarett machen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie selber in irgendeinem Kabarett. Ich habe was so gehört und mitgekriegt von den Medien. Aber ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Ich mag den Liegestuhl nicht. Schau, da her, kriegst du Zucker genau her. Danke. Danke. Ja, es ist eher so das lustige Ermi-Oma-Programm, was bei aller Lustigkeit auch so diese Spannung mit außerbringt. Diese Polarität zwischen den Generationen, die Polarität in Beziehungen bleibt, das ist nie ein Gmadewiesen. Einmal ist der nett, einmal ist der nett. Man kann nicht sagen, die alten Menschen sind alle lieb. Man kann nicht sagen, die jungen Menschen sind alle lieb. Es ist immer individuell.
Und das, die Spannung würde ich einfach bestehen lassen. Ich habe gesagt, ich hätte schon gern können da fliegen, aber ich habe mir dann nicht traut wegen der, wie heißen die, wegen der die Terroristen, ja. Ich habe mir gesagt, stellt euch bitte vor, was ist, wenn die mir Hops nehmen, nicht? Na was, wenn die mir das Geißen nehmen und Lösegeld verlangen, nicht der was, nicht? Was gibt's da zum Lachen, heißt er? Du, die Schwierigtochter hat gesagt, Oma, brauchst keine Angst haben, wir sollten zahlen für dich, nicht? Hat gesagt, wenn die Pensionsversicherungsanstalt mitkriegt, dass die Terroristen, die er mitgenommen haben, die schicken dann einen Dankschreiben auch noch. Und dann haben wir überlegt, Kanada geht nicht, ist teuer und gefährlich, und dann haben wir überlegt, na, was gehen wir raus, wo fahren wir hin, und dann ist es uns eingefallen. Die europäische Antwort auf Kanada, das kann er. Grundsätzlich, also gibt es drei Programme, Ansichtssache, Weihnachten im Altenheim und Urlaub in der Toskana, es bleibt immer die Oma. Das heißt, die Oma, das ist so, wie wenn du deine Oma besuchst, ich weiß nicht, ob du eine Oma hast, wenn du deine Oma besuchst, die Oma wird immer die Oma bleiben. Das heißt, die Oma wird dir jedes Mal Schnitten geben oder das ist einfach die Oma, das Wesen der Oma. Du bist wirklich ein Bauer. Nein, du bist wirklich ein Prinz, weißt du, da kriegst du den Prinzen doch leid. Du bist wirklich ein Prinz, so ein tüchtiger Bursch. Du bist wirklich ein Prinz, heißt er. Spatzel, was machst du denn wieder da an der Schocker? Okay, schmeiß mir her, mein Mantel, hör du. Mein, du bist ein Bafe. Mein, du bist ein Bafe. Mein, Gott. Schau, du kriegst die Kekse, schau. Nein, da schau. Der Herr war so unverschämt und hat den Deckel runtergeflattert. Und es geht so um die Wertigkeit und um wer kriegt seine Wertigkeit woraus. Wir definieren uns vielleicht über einen schicken Urlaub und über ein tolles Auto und über, weiß nicht was, irgendwelche Freizeitaktivitäten. Die Oma definiert sie eher über Arbeit, über Leistung, über ich bin wert, weil ich arbeite, und sie tut halt im Urlaub Krechelmarmelade machen, dabei die anderen umeinander fahren und alles anschauen. Nichts wirklich anschauen, aber alles fotografieren und umeinander schießen, damit sie dann daheim sagen können, wo sie überall gewesen sind. Und die Oma rupft halt den Kirchelbaum in der Toskana und macht dort Marmelade und Schnapsel und weiß nicht was. Mein Gmauker in Deutscher. Ich sagte, was bei uns daheim. Bei uns daheim, wenn das Brot Schimpleborn ist, hat Mutter Eckelkäse aufgeschmiert und hat gesagt, das ist Gorgonzola-Brot. Normalerweise tut man beim Kabarett nach Pointen klatschen, ich sag's nur. Nein, ist ja wurscht. Nein, braucht's ja nicht. Nein, hab's ja zahlt, nicht? Aber Kern das ist, nicht? Ja, ja. Die Ärme Oma Urlaub in der Toskana. Ein absolut geniales Programm. Die ein oder andere Situation erinnert vielleicht an die eigenen vier Wände. Wir sehen uns das nächste Mal bei der langen Einkaufsnacht in Judenburg. Bis dahin, tschüss, ciao und baba.